Hey, hier ist dein Coach Steffen, schön, dass du reinschaust. Ja, in diesem Video werde ich dir in wenigen Minuten zeigen, wie du deine Ziele in deinem Leben deutlich effektiver, deutlich schneller erreichen kannst und zwar ohne dabei die Gefahr eines Burnouts zu haben, ohne dabei erschöpft zu sein und dich über die Ziellinie noch irgendwie zu schleppen und irgendwie nur noch erleichtert zu sein und froh zu sein, dass es vorbei ist. Sondern ganz im Gegenteil, du wirst sehen, wie du diese Ziele schneller erreichen kannst und dabei sogar Energie gewinnst. Dass du am Ziel dann euphorisch bist, dass du glücklich bist, dass dir der Prozess auch Freude macht. Und dazu werde ich dir ein kleines Modell gleich zeigen, das ein Augenöffner für dich sein wird. Also, lass uns starten. Ja, in den letzten Jahren habe ich oft mit Top-Sportlern, mit vielen Führungskräften gearbeitet und habe festgestellt tatsächlich, dass das einzige Gefühl vieler Menschen, wenn sie ihre großen Ziele erreichen, wenn sie Projekte abschließen, dass dieses Gefühl an der Ziellinie wirklich nicht mehr ja, diese Euphorie, diese Freude, ja, der Stolz auch ist, sondern es ist oftmals wirklich nur noch das Gefühl, erleichtert zu sein, nur noch froh zu sein, dass es endlich vorbei ist, es geschafft zu haben. Dass man Haken dran machen kann. Und das ist ein fatales Gefühl, eine fatale Erfahrung. Denn was passiert, wenn du ein Ziel erreicht hast? Naja, es gibt das nächste Ziel, oder? Aber wenn der Prozess zum Ziel keine Freude gemacht hat und du nur noch erleichtert bist, weil du total platt bist, wenn du über die Ziellinie kriegst, ja dann hast du nicht unbedingt den Wunsch, diese Erfahrung nochmal zu machen. Und deswegen setzen sich die Leute irgendwann immer kleinere Ziele, wachsen nicht mehr, machen nicht das Beste aus sich und ihren Möglichkeiten oder sie setzen sich gar keine Ziele mehr. Das heißt, diese Burnout-Gefahr droht und viele Menschen, und da gibt es den großen Irrtum, viele Menschen glauben, einen Burnout bekommt man nur dann, wenn man nicht seine eigenen Ziele verfolgt, sondern die fremden Ziele, die eigentlich gar nicht so die eigenen Ziele sind, die einen gar nicht so selber interessieren oder begeistern. Oder man glaubt, man bekommt einen Burnout, wenn man zum Beispiel in einem Job arbeitet, der einen nicht begeistert, was eben eher ein Job ist, eher so eine Arbeit, wo man Zeit gegen Geld tauscht, wo man nicht seiner Berufung folgt, wo man im falschen Unternehmen ist, die falsche Tätigkeit macht. Und ich sage dir eins, ich habe es oft erlebt, man kann sehr wohl auch einen Burnout bekommen, wenn man in seiner Berufung ist, wenn man im richtigen Unternehmen ist, wenn man eigentlich seine Traumtätigkeit ausführt, wenn man auch die eigenen Ziele verfolgt, die einen ursprünglich eigentlich begeistert haben. Es hat also noch ganz andere Gründe und ich werde dir jetzt gleich ein Schaubild zeigen, das hoffentlich ein Augenöffner für dich sein wird, wie ein Burnout und diese ganze Erschöpfung, dass die Leute das Gefühl haben, sie sind platt und ihnen geht der Saft aus, wie das entsteht, warum das entsteht und natürlich dann auch, die Lösung, wie du das vermeiden kannst. Denn es geht nicht nur darum, Ziele schneller zu erreichen, es geht auch darum, Ziele mit mehr Freude, also mit mehr Erfüllung zu erreichen. Denn Erfolg ohne Erfüllung ist Misserfolg. Okay? Also, lass uns mal kurz dieses Schaubild anschauen. Woran scheitern so viele Menschen? Stell dir vor, wir haben hier einen Kreis und das bist du. Und jetzt gibt es verschiedene Ziele in deinem Leben. Und die Menschen haben sehr, sehr viele Ziele. Sie wollen zum Beispiel abnehmen, sie wollen das Rauchen aufhören, sie wollen sich beruflich verändern, sie wollen der Schwiegermutter helfen, sie wollen der Freundin helfen, sie wollen ihrem Mann oder ihrer Frau helfen, sie wollen finanziell erfolgreich werden, sie wollen, keine Ahnung, im Job weiterkommen, sich weiterbilden. Das heißt, du siehst schon, die Energie, die sie haben, das Energiekapital, das Energiepotenzial, geht in alle möglichen Richtungen. Und der Unterschied zu erfolgreichen Menschen, die ihre Ziele erreichen und dabei aber noch Energie gewinnen, ist ganz einfach eins. Und ein Bild sagt mehr als 1000 Worte, deswegen zeichne ich es dir einfach in einem zweiten Bild auf. Der Unterschied zu den anderen ist das hier. Das ist der Unterschied. Das heißt, sie fokussieren sich auf eine entscheidende Sache. Aber das ist nicht alles. Es geht nicht darum zu sagen, okay, dann setze ich mir halt keine Ziele mehr im gesundheitlichen Bereich, sondern nur noch irgendwie ein berufliches Ziel, keine finanziellen mehr. Nein, 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 nein. Immer mit der Ruhe. So einfach ist es nicht. Es geht nicht darum, einfach zu sagen, mach weniger. Ja, simplify your life. Ja, das ist zu wenig. Sondern es geht bei diesem einen Ziel um eine ganz andere Frage. Es geht um die Frage, was ist die eine Sache, die deinem inneren Ziel am meisten hilft. Das heißt, was ist das Ziel hinter dem Ziel? Denn es gibt viele Ziele im Außen, es gibt viele Lebensziele, aber das Ziel, das du eigentlich hast, ist ein inneres Ziel, ein Gefühl. Wir wollen ja nicht einfach Ziele erreichen, weil wir Ziele erreichen wollen. Sondern wir wollen bestimmte Ziele erreichen, um ein bestimmtes Lebensgefühl
dadurch zu bekommen. Das kann Euphorie sein, das kann Sicherheit sein, das kann Bedeutsamkeit sein, das kann Verbundenheit sein, es kann das Gefühl von Wachstum sein, es können verschiedene Ziele sein. Auf alle Fälle sind es bestimmte emotionale Grundbedürfnisse, die wir haben. Und die Frage, die du dir stellen solltest bei diesen ganzen Zielen, denen du so hinterherläufst, was ist das eine Ziel, das du aus diesen ganzen vielen verschiedenen Zielen wählst, auf das du dich fokussierst, das den höchsten, besten, stärksten Hebel hat auf das Ziel, das du eigentlich hast, das innere Ziel? Also mit welchem extrinsischen, äußeren Ziel erfüllst du am stärksten das wahre innere Ziel? Denn das, was passiert ist, dass sehr, sehr viele Menschen in ihrem Leben rumlaufen und versuchen, alle möglichen Ziele zu erreichen für irgendjemand, manchmal auch für sich selbst, in der Hoffnung, dadurch das Lebensgefühl zu bekommen, das sie eigentlich gerne hätten. Und sie stellen fest, sie sind hier ein bisschen unterwegs, da ein bisschen unterwegs, dort ein bisschen unterwegs, aber ihnen geht die Energie flöten. Das heißt, sie haben keine Durchschlagskraft, weil die Energie in alle Richtungen geht. Wenn du diese Energie aber bündelst und auf einen Punkt bringst, hast du Durchschlagskraft. Das heißt, du bist erstens schon mal schneller. Das heißt, Effektivität entsteht durch Fokussierung auf ein Ziel, aber nicht auf irgendein Ziel, sondern auf das Ziel, das dir Energie gibt auf dem Weg. Es gibt viele Ziele, die wir verfolgen, die uns aber nicht unbedingt gute Gefühle geben. Da können wir sogar erfolgreich sein, wir können sogar vorwärts kommen, wir können sogar über die Ziellinie kommen, wir können also erfolgreich sein, aber dieses äußere Ziel hat dann vielleicht dem inneren Ziel gar nicht wirklich geholfen. Deswegen schau wirklich nochmal genau hin in deinem Leben und stell dir die Frage, welches äußere Ziel würde mir am meisten Erfüllung geben, wenn ich es erreiche? Durch die Erfüllung welches Ziel habe ich ganz, ganz viele andere Ziele mehr oder weniger mit erreicht. Denn oftmals ist es so, diese ganzen vielen Ziele, die wir hier so haben, wären gar nicht mehr so interessant, bräuchten wir gar nicht, dem würden wir gar nicht mehr hinterherlaufen, wenn wir dieses eine zentrale Ziel in unserem Leben verfolgen und auch erreichen würden. Weil wir innerlich somit geheilt sind, weil wir innerlich somit befriedet sind, weil wir innerlich erfüllt sind. Und somit sind viele extrinsische Ziele überflüssig. Denk einfach mal drüber nach. Was könnte das bei dir sein? Schreib es mir gerne unten in die Kommentare. Und übrigens ein Hinweis. Ganz viele Menschen, die diese Videos hier sehen, sind keine Abonnenten dieses Channels. Und hier kommen jede Woche, glaube ich, sehr contentstarke Videos auch raus, wo ich mein Wissen schenke. Wenn du also informiert sein möchtest über das, was jede Woche hier kommt, wenn du automatisch den Input von mir kommen willst, dann drück die Glocke, werd benachrichtigt, abonnier diesen Kanal, damit du jede Woche von mir neuen Content bekommst, um Glück und Erfüllung auf allen Ebenen, emotional, mental, spirituell, aber natürlich auch materiell zu erreichen. Also abonnier meinen Kanal und lass uns gemeinsam weiter diese wunderbare Reise zu deinen äußeren, aber auch zu deinen inneren, zu deinen materiellen, aber auch zu deinen emotional-spirituellen Zielen gehen. Ich freue mich drauf und ich hoffe, dieses Video war inspirierend für dich. Bis dann, mach's gut, dein Steffen Kirchner.